Das ist jetzt die erste Mission, die so richtig knifflig werden könnte. 9 Feinde auf engem Raum. Dass die Karten relativ klein sind hier bei Jack Alliance Rage, das ist, hebt jetzt doch sehr den Schwierigkeitsgrad an, denn die bewegen sich teilweise, die haben sich überlappende Sichtkegel. Wir müssen die Patrouillengänge versuchen rauszukriegen. Und auf dem engen Raum ist das echt schwierig, hier keine offene Schlacht zu provozieren, wo alle auf uns draufballern. Und die können wir uns nicht leisten. Wir sind zu zweit, die Feinde zu 9 jetzt sogar. Das heißt, wir müssen erstmal, bevor er überhaupt der richtige laute Schuss fällt oder wir entdeckt werden, müssen wir erst versuchen, möglichst viele Feinde durch Schleichen und durch lautlose Kills rauszunehmen hier aus dem Gefecht. Anders geht das nicht. Und das ist echt schwierig. Wir haben hier oben Shadow. Shadow könnte sein Kampfmesser hier drauf werfen, nur die haben halt verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten, diese Kampfmesser, der da oben, genau, der hat 80%, wenn er daneben geht. Es geht aber im Prinzip auch anders, es geht auch mit einem Nahkampfangriff, mit dem lautlosen Kill. Er kommt sogar durch Rennen, kommt er nicht bis da oben hoch, aber mit Schleichen käme er da oben hoch. Nur, die Krux ist folgendes, wir kommen zwar hoch, hier können wir lautlos hochklettern, wir können uns hochhangeln. Nur runter wird schwieriger, weil runter müssten wir uns fallen lassen. Das macht Krach, ganz ernsthaft. Das rate ich nicht, das weiß ich. Habe ich schon mal ausprobiert. Und dann kommen, dann sind wir da oben quasi, haben froh, dass wir einen getötet haben. Kommen wir von da oben nicht weg. Und dann ist Shadow da oben quasi eingesperrt auf engstem Raum. Und Raven muss alleine die Kastanien aus dem Feuer holen. Aber wir machen es trotzdem. Wir müssen ja irgendwie versuchen, einer dem anderen rauszunehmen. Das heißt, wir gehen auf Rennen. Ja, kommen wir wenigstens 1 runter. Genau. Dann gehen wir auf Schleichen. Gehen wir hier hoch. Den Nahkampfangriff können wir nicht mehr durchführen. Wir sind aber automatisch im Überwachen-Modus. Falls er sich gleich bewegt. Und Raven wiederum. Mit ihr laufen wir unten laufen. Wir werden von oben gehört oder gesehen. Das können wir nicht. Wir müssen schleichen. Unten rum. Entweder um zu versuchen, den hier anzulocken, diesen Wachtposten. Oder um durch Pfeifen den hier quasi wegzulocken. Irgendwie auf jeden Fall, um ihn da oben zu unterstützen. Shadow ist bereit. Eine Runde weiter. Er zieht hinten rum. Bereit. Es kann losgehen. So, Shadow, jetzt aber. Ja, das ist doch schon mal schön. Ihn haben wir. Wir plündern seine Leiche. Stellen fest, das ist nichts, was wir brauchen könnten hier. Die falsche Munition, die falsche Waffe. Wir wollen ja nicht laufend die Waffen wechseln. Und ihn würde ich gerne runterplumpsen lassen. Das sollte auch eigentlich gehen. Genau. Wir sind... Es geht sogar mit Rennen hier hin. Und hier runterfallen lassen. Hier kommen wir leider nicht runter. Wir müssen oben bleiben. Und wir werden von unten nicht gesehen, wenn wir uns hinlegen. Da oben nicht. Ich bin bereit. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Wir haben 2 Möglichkeiten halt. Wir können darauf gehen, ihn rauszulocken. Oder es ist eine Sie. Und das können wir auch mit ihm machen. Hier läuft noch der Wachtposten, der läuft ja anscheinend immer einmal ums Haus rum, aber der wird schwierig sein. Wir müssen erstmal von da oben runterkommen. Und das kommen wir so leicht nicht. Wir könnten ihn versuchen zu killen. Nur dafür müssten wir die anderen Wachtposten irgendwie ablenken, damit wir dann hier wieder rauf und weg können. Das ist alles nicht einfach. Das ist alles echt schwer. Ich versuch's mal mit Raven unten rum.
bin startklar. Komm, mit Rennen sogar hier hin. Also Shadow da oben, der kommt ja erstmal nicht weg. Dafür sind ja zu viele, da ist er bei zu vielen Leuten im Sichtkegel. Das macht keinen Sinn. Ich versuche mal, ob ich ihn mit Pfeifen anlocken kann. Dafür müsste ich aber, ja, erstmal noch nicht. Da müssen ja ein paar Aktionspunkte übrig bleiben. Bereit. Wenn jetzt von hier aus pfeifen würden, ja, die Zivilistin wird es auch hören, das finde ich aber nicht so schlimm. Er wird jetzt gleich sicher runtermarschieren. Wir nutzen die Gelegenheit und hauen nochmal ab. Wobei, wir dürfen nicht so weit hier rüberlaufen, weil der Wachtposten hier, der soll dann nicht durch Pfeifen angelockt werden. Ich lauf mal erst nur... Wenn wir jetzt pfeifen würden... Er wird ihn schon hören. Wir müssen nämlich sicher noch ein zweites Mal pfeifen gleich. Eins zurück. Hört er uns hier? Ja, auch da hört er uns. Das heißt, hierhin. Eine Runde weiter. Genau, kommt jetzt rüber zu uns. Sieht uns noch nicht, kommt auch relativ langsam rüber. Startklar. Wenn wir jetzt nochmal pfeifen, dann müsste der eigentlich hier hin. Mit ein bisschen Glück können wir in der Zwischenzeit hier unten rum den von hier aus überholen und dann von hinten lautlos töten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht gesehen werden von denen hier oben. Wie weit kann der gucken? Ah, das könnte knapp werden, aber mit Schleichen könnten wir es schaffen. Müssen wir mal ausprobieren. Raven, einmal pfeifen bitte. Der Wachtposten hinten hört es nicht, die Zivilistin nochmal. Jetzt haben wir, ist er leider schon mal besonders aufmerksam. Wir können aber hierhin laufen. Hier runterlaufen. Hier sollten wir eigentlich nicht gesehen werden. Einsatzbereit. Bin startklar. So, jetzt können wir bis hierhin uns noch bewegen. Und auch mit Schleichen kommen wir noch nicht weiter. Da werden wir gesehen. Oh, entschuldigt bitte, das war keine Absicht, da habe ich mich verklickt. Das heißt, wir gehen auf eine Runde weiter. Jetzt müsste der nach links rüber gehen. Nichts weiter. Hier. Wir kommen durch Schleichen hier nicht weiter. Der sieht hier rüber. Wir müssen nochmal abwarten. Nochmal pfeifen ist zu riskant. Weil wir kommen hier auch nicht mehr zurück, oder? Doch, das kommen wir. Wir könnten nochmal pfeifen. Den versuchen hier ganz rauszulocken. Nach hier hinten hin. Hier in den Eingangsbereich quasi. Das ist aber alles sehr, sehr knifflig. Wie weit kann der gucken? Versuch mal, ob es so klappt. Ich setze noch mal eine Runde aus. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das war sehr schön. Hier. Jetzt sollten wir es eigentlich schaffen, hinten rum. Ich gehe auf Rennen. Ja. Mit Rennen. Achtung, das wird rot, wenn wir rennen. Mit Schleichen kommen wir bis... Ah, hier kommen wir nicht. Wir dürfen über dieses Feld nicht. Egal ob Schleichen oder Laufen. Das heißt hierhin. Noch eins hier rüber. Weiter kommen wir nicht. Ein Feld kommen wir noch hierhin. Ja. Hoffentlich geht das gut. Ja, wir schaffen's. Wir bleiben an Ort und Stelle stehen. Ah, da kommt noch eine zweite Wache. Aber guckt nicht in unsere Richtung, oder? Nein. Das
Das sollten wir schaffen. Der steht hier nämlich hinter diesem eins tiefer. Das sollten wir schaffen, Leute. Das schaffen wir. Schaffen wir das sogar durchgehen? Durchgehen nicht. Auf jeden Fall schleichen. Hier hin und dann so. Ja. Fantastisch. Ja. Großartig. Puh, das war schwer. Leiche auf. Wir haben nur noch zwei Aktionspunkte. Wir sind hier aber gut. Erstmal die Leiche untersuchen. Weitere Patronen. Die ist schon komplett geladen. Alles gut so. Alles gut. Okay. Und wieder raus. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir sollten die Leiche beseitigen. Hier hinten runter laufen und hier irgendwo hin, damit wir ganz auf Nummer sicher gehen. Wir haben aber nur noch zwei Aktionspunkte. Ich leg mich... Hier wäre man unmöglich gesehen. Person aufheben kostet keine Aktionspunkte. Durchgehen, wir können sogar rennen. Wir rennen hier hin. Und, warten nochmal eine Runde ab. Hier. Also bevor ich hier irgendeine Aktion mache, werde ich erstmal die Leiche beseitigen. Wir sind im Rennmodus. Wir rennen unten lang. So. Genau. Es kann losgehen. Bereit. So, und könnten wir hier im hohen Gras und hinter diesem Höhenunterschied können wir die entsorgen. Das heißt, wir laufen hier hin. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Also hier durch die offene Einfahrt können wir nicht hoch. Mit Anlocken und so, die kriegen wir nicht hin. Wir können natürlich hier den Maschendrahtzaun durchschneiden. Hier rein und von der einen Seite kommen. Nur dann haben wir auch laufend gesehen. Was ich lieber machen würde, ich will den gerne von da oben runterbringen. Wenn wir es schaffen würden, wir könnten... Wo sind die Wachen im Augenblick? Hier ist eine Wache. Der geht ja, läuft ja nachher irgendwann runter. Also ihn sollten wir eigentlich beseitigen können mit ihm da oben. Sobald die Wache hier nicht hinguckt. Ist das hier eigentlich hohes Gras? Nein. Einsatzbereit. Mit Raven. Hier hin, um notfalls die Wache abzulocken oder oben hin. Nee, oben hin macht keinen Sinn. Als Scharfschützen sollte sie von da oben dann aus toll schießen können. Nur, wir wollen ja gerade Schießen verhindern. Wir laufen erstmal wieder hoch. Es kann losgehen. Bereit. So, er nähert sich immer mehr. Raven, also da kann man gar nichts machen. Sobald er sich umdreht, können wir hier runterklettern. Vorher nicht. Shadow ist bereit. Hier. Und mit ihr laufen wir mal hier hin. Schleichen uns hier in den Rücken. Ja.
Ja, jetzt ist er weit weg. Jetzt sollten wir doch eigentlich... Wie kann... Ah, er guckt auch so blöd. Wir müssen... Ja, wie doof. Wir kommen mit Shadow. Aber er sieht Shadow da oben nicht. Niemand sieht Shadow im Augenblick da oben. Also Shadow kann zumindest schon mal aufstehen. Und es war Schlimmes passiert. Ja, das hat funktioniert. Er kommt immer noch nicht herunter. Wir werden gehört. Dann müssen wir hier runter. Mit Rennen hier runter. Und unten rum kommen wir hier rum. Oh, das klappt. Wir kommen hier hin. Und dann auf dem Weg und dann hier hin. Das könnte funktionieren. Oh, das ist ja wunderbar. Das heißt, wir bewegen uns erstmal. Wir kommen... Ah, bis dahin kommen wir nicht. Wir kommen bis hier hin, aber da können wir gesehen werden. Das machen wir in der nächsten... Das machen wir jetzt noch nicht. Machen noch mal, wo ist Raven? Bin startklar. Raven soll notfalls pfeifen, um ihn noch mal abzulenken, falls hier ein Drama passiert. Ich laufe mit ihr mal um beide. Vielleicht kann sie beide. Wir wechseln auf Rennen. Ah, das geht nicht. Da wird sie gehört. Ab hier nicht mehr. Wir schleichen hier hin. Jetzt können wir rennen. Es kann losgehen. Er hat noch ein paar Aktionspunkte. Wir warten nochmal ab. Bereit. Und schaffe ich es jetzt mit Shadow im Schleichmodus bis hier hinzukommen? Gar nicht mehr. Weil jetzt sieht die Wache uns so gut da. Jetzt komme ich dann nicht mehr hier hoch. Hier. Dann muss ich versuchen, dort durch Pfeifen die Herrschaften hier irgendwie aufzuschrecken und abzulenken, damit er da oben hochkommt, weil er ist total gefangen. Er kann da nichts machen. Nutzt gar nichts. Sie kommt ja auch durch Schleichen nicht weit. Sie bleibt ja erstmal an Ort und Stelle. So, er dreht jetzt wieder seine Runde. Er kommt zurück. Das ist blöd. Hier. Ihn müssen wir ablenken. Oder ihn ablenken. Dann wäre das schon optimal, weil Shadow... Wie gesagt, ihn werde ich mir nicht holen, das ist mir zu riskant. Er wird dann laufend gesehen im Augenblick noch. Wir kommen hier gar nicht weiter. Bereit. Wenn mit ihr jetzt aber die beiden anlocken würden durch Pfeifen, hierhin, aber dann müssten sie, das ist riskant. Das ist sehr riskant. Sollen wir es wagen? Mit ihr hier. Wir müssten hier hinlaufen. Dann pfeifen, dann werden beide angelockt, beide kämen her. Wir müssten es auf jeden Fall schaffen, mit ihr noch zurückzulaufen ins hohe Gras. Wenn wir das nicht schaffen, wird sie von den beiden angegriffen. Wenn wir es schaffen, dann hätten wir die Möglichkeit, weil er verschwindet ja gleich hier oben rechts, mit Shadow endlich hier rauszukommen aus seinem Versteck. Er könnte hier rüberlaufen oder hier rüber schleichen, im hohen Gras sein, hier oben lang und sich bei der nächsten Runde, also nicht bei dieser, sondern bei der nächsten Runde, den hier krallen. Hier irgendwo in diesem hohen Gras hier runter sich fallen lassen, keine Ahnung, was da alles möglich ist. Aber das ist riskant. Das ist echt eine Pokerpartie. Raven hier hin und pfeifen. Alles auf eine Karte setzen. Soll ich es in der nächsten Folge wagen? Ich weiß es nicht. Andererseits, Versuch macht klug oder tot.